Kukutodana, der springende Hahn. Moritz, Yogalehrer bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Zunächst bringst du die Hände auf den Boden und die Zehen auf dem Boden, so ähnlich, als ob du in die Krähe kommen wolltest. Und dann springst du einfach ein paar Mal hoch und runter. Das ist dann Kukutodana, der springende Hahn. Als ob du in den Handstand kommen willst, und das kannst du auch nennen als Vorübung für den Handstand, auch genannt Hastasana. Kukutodana gehört zu den etwas dynamischeren Übungen, die es im Yoga auch gibt. Bei Yoga Vidya sind wir ja mehr Vertreter eines Yoga-Stils, wo es ruhiger zugeht, man geht in ein Asana hinein. Aber es gibt auch Traditionen, wo du viel springst oder auch viele Bewegungen machst. Und in dem Buch von Garote, Encyclopedia of Traditional Asanas, findet man einige dieser Spring-Asanas oder auch bewegten Asanas. Swami Yogeshwaranand Saraswati in seinem Buch First Steps to Higher Yoga aus dem Yoga Niketan Trust beschreibt eine ganze Menge dynamischer Übungen, wo du vor und zurück gehst. Ich selbst bin nicht ganz sicher, ob das wirklich im klassischen Yoga so war oder ob im 19. Jahrhundert die Inder aus der westlichen Turngymnastik und der westlichen Militärgymnastik Elemente von Dynamik übernommen haben. Jedenfalls in den alten Schriften wie Hatha Yoga Pradipika werden nur ruhig gehaltene Asanas beschrieben, aber nicht alles, was gemacht wurde, wird beschrieben. Jedenfalls können ein paar dynamische Variationen auch hilfreich sein und zum Beispiel im Handstand zu lernen, ist Kukutodana durchaus eine gute Möglichkeit, erstmal Armmuskeln und Gleichgewicht zu trainieren, bevor du dann ganz im Handstand bist. Alles Gute, bis zum nächsten Mal auf wiki.yoga-vidya.de.